Ja, gut, hier am Hang. Schwierig, aber egal. Das finde ich ganz schön eigentlich. Hier so mitten im Wald drin, ne? Könnte man hier theoretisch auch machen. Ich verstehe immer noch nicht. Ach, das liegt, glaube ich, daran, dass der Weg hier versperrt ist. Deswegen müssen die hier immer so einen kleinen Bogen laufen. Die Menschen. Normalerweise würden die hier einfach geradeaus gehen. Aber da ist Wald. Und Wald ist nicht gut. Wir kommen übrigens jetzt auch nach hier drüben. So, Neuankömmlinge. Ich habe noch 3 freie. Wir können sie mal auf 5 nochmal erhöhen. Und ich setze mal die ersten Männer und Frauen hier rein. So. Jetzt sammeln wir also auch die ersten Kräuterlies. Wie kommen die Kräuterlies an die Menschen, die diese brauchen? Wir hatten ja hier Handelsrouten und irgendeiner wollte Kräuter haben. Hier. Ich teste es einfach mal. So, Kräuter verkaufen. Alles oberhalb der Stückzahl verkaufen. Keine Ahnung, wir machen ja mal 25. Braune Steine werden verkauft. Bretter werden verkauft. Gewöhnliche Kleidung haben wir übrigens nur noch 2. Ganz ehrlich. Da sollten wir vielleicht einen zweiten Schneider mal bauen. Weil der eine kommt irgendwie nicht mehr hinterher. Aber ist richtig umgesetzt. Aber ich meine ja. Oh, ein neues Wohnhaus. Und da wird schon wieder ausgebaut. Sehr schön. Ah, ja. So, hier komm bitte rein. Erstmal nichts. Ah, und hier wird auch noch ein Haus gebaut. Schön. Kann sein, dass hier unten jetzt ein paar abgerissen werden dafür, ne? Ach man, dass ich diese Dorfkirche nicht mehr erweitern kann. Holztor. Ärgerlich. Ich meine, gut, jetzt haben wir hier oben das Kloster noch, aber... Sehr schön. Beeren werden entstanden. Beeren und die ersten Kräuter. Ihr lauft da immer noch lang? Ist ja nicht euer Ernst. Sollt ihr nicht lang laufen? Ich dachte, es juckt ihr auch nicht, dass sie da über einen blanken Felsen laufen müssen. Sieht nämlich aus. Ein bisschen krass, ne? Ja, gut. Theoretisch müsste ich das jetzt hier zumachen. Aber es passt schon. So, Neuankömmlinge. Ja, wir brauchen auf jeden Fall nochmal 2, 3. Ach, hier sind wieder welche. Man sollte einfach mal schauen. Ja, der Förster hat auf jeden Fall jetzt richtig zu ackern. Der Schneider steht. So, dann sollte die Produktion von den normalen Klamotten jetzt auch wieder nach oben schießen. Ja, Wolle voll, Stoffe voll. Alles voll. Alles ist voll.
Oh Gott, die Hütte, Alter. Das sieht schwierig aus. Sehr, sehr schwierig. Kein Zugang zum Gottesdienst. Also Waren fehlen, Komfort fehlt und Gottesdienst fehlt extrem. So, was wir jetzt aber auch mal machen können noch. Und dazu suchen wir uns nochmal eine freie Fläche. Wir können erstmal Hopfen anbauen. Mit Hopfen vielleicht hier hinten hinknallen. Was ist das andere? Das andere ist die Brauerei. Okay, die hat schon mal einen negativen Einfluss. Ich setze die mal ein bisschen weiter weg. So, dann ist vielleicht der Einfluss noch da oben nicht ganz so extrem. Dann müssen wir gucken, dass wir hier irgendwo noch Platz finden, um Hopfen anzubauen. Aber ich denke, hier am Waldesrand passt das eigentlich. Wir sollten nur gucken, dass der Weg irgendwie so frei bleibt. Aber da entsteht der erste Weg schon. Sehr gut. Und das ist dann die Alternativroute. Ah, es fehlt immer noch weiter Mehl. Ja, beides zu viel. Aber ist egal, passt schon. So, ich laufe trotzdem hier lang. Man weiß es noch nicht. Aber es dauert auch ewig, wie man hier sieht, bis die Wege wieder zugewachsen sind. So, das hier ist gleich fertig. Sehr schön. Werkzeug übrigens 0. Behauene Steine 0. Wie lange dauert denn dieses Kloster noch? Ah, es muss nur noch gebaut werden. Cool. So, hier wird das Haus erweitert. Okay, der Weg nach hier hinten ist schon wieder verschwunden. Ah, was war denn eigentlich bei den normalen Sachen noch? Ach so, hier geht es dann nur noch auf die produzierten Milch. Fassbinder. Tierelemente. Haushaltsgüter. Jagdhütte produziert Wildschwein. Okay, das wären dann die. Das wäre dann die nächste Stufe von Menschen. Ja, Werkzeuge fehlen, alles gut. Das wird ein wenig dauern. Sind unsere Soldaten denn schon wieder fit? Sehr einfach, weit, einfach, weit, sehr weit. Okay, einfach, nah, Ungeziefer jagen. Wir probieren es noch einmal. Ihr habt ein Kloster errichtet. Kräuter können auf den Märkten einen guten Preis erzielen und Manuskripte sind wichtig, um Novizen zu befördern. Ja, maximal. So, jetzt. Muss ja jetzt hoffentlich klappen. Wie steht's hier? 184. Das geht auch gar nicht. Am Markt. Wie kann ich denn am Markt? Ja. Haushaltswaren, Kerzen haben wir alles nicht. Ich meine, wir haben noch Luxusgüter. Ich weiß nicht, was Luxusgüter sind.
Luxusgüter. Und blaues Zelt. Grünes Zelt. Was haben wir hier noch? Zaun. Und bauen, bitte. So, was zählt denn unter Luxus? Ah, wird noch nicht angezeigt. Okay. Könnt ihr mal zumindest gucken, was sich hinter Luxusgütern verbirgt. Lagerplatz. Ach, guck mal, wie das Essen wieder nach oben geht. Superschön. Superschön. Ich müsste eigentlich auch noch mal eine neue Schatzkammer bauen. Wo wir mehr Geld einlagern können. Ich kann leider hier keine Schatzkammer setzen, ne? Was ist denn hier los? So, 4 Mönche, 3 Nonnen. Und hier ist irgendwas im Ausrufezeichen. Weiß aber nicht was. Ach so, Standort für Besucher. Stimmt. Setzen wir dahin. So, dann ist das Gebäude, glaube ich, jetzt auch fertig. Sehr schön. Eure Soldaten waren siegreich und kommen von der Schlacht zurück. Sehr schön. 4 Leute sind verwundet. Einer ist voll ausgebildet. Okay, verstehe ich nicht. Geht's nicht höher als Stufe 2? Ursilda? Warte mal. Vor allem ist sie Soldat Stufe 3. Rang Rekrut Stufe 2. Okay, schwierig, verstehe ich gerade nicht. So, hier kann man nichts machen, hier kann man nichts mehr machen. Ja, und hier kommen wir dann in die nächste Region. Ja, sehr gut. Also, es gibt Weizen, Mehl, Milch, Brot, Käse, 5 Königreich-Einfluss und 6 Goldmünzen. Rohstoffe fehlen. Was fehlt denn? Eisenerz. Ich muss hier hinten unbedingt Häuser setzen. Weil die Arbeitswege so extrem weit sind. Also ich kann den Leuten ja auch nicht sagen, zieht hier hin. Müssen die ja schon selber machen. Aber die Wege sind einfach viel zu weit. Ich meine, gut, es geht nur um Werkzeuge. So, der Händler springt hier wieder umher. Sehr schön. Der Bischof plant, eine größere Ladung Weizen zu kaufen, da den Mönchen eines nahen Klosters die Nahrungsmittel ausgehen. Einer seiner Kaufleute hat euren Bauernhof bemerkt und macht euch ein Angebot. Nein. Nein. Ich werde nie im Leben 100 Weizen zusammenkriegen. Dafür sind die einfach viel zu langsam hier, die Bauern. Leider. So, essenstechnisch Bombe. 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 So, 24 verbraucht. Ich müsste eigentlich noch einen zweiten Marktplatz setzen, wo wir Fische verkaufen. So, Luxusgüter. Was kann ich denn hier anbieten? Ah, Kräuterlies. Okay. Wer braucht Kräuter? Weiß man nicht. Ja, wir gucken einfach, ob Kräuter verkauft werden. So, warte mal. Neuer Marktplatz.
Ja, den müssen wir jetzt so setzen. Hilft nichts. Gibt noch ein Dach oben drauf. Und dann muss das passen. Und da werden jetzt die Fische noch angeboten. Theoretisch auch Kleidung. Wo stehen wir da? Mittlerweile wieder bei 60. Hervorragend. Also das hat sich gelohnt hier. Und Stoffe gehen auch zurück. Okay. Was ist denn hier nicht das Problem? Immer noch die Werkzeuge. Es mangelt an Eisen. Es mangelt an Eisenerz. Zweite kann ich nicht setzen, ne? Ich hab vergessen, wie man das baut. Ach, hier. Wo baut man das? Eisenmine. Außerhalb des Territoriums. Ah, ich könnte eine zweite Eisenmine bauen. Das ganz große Problem ist, das ist genau auf der Ecke. Das heißt, ich müsste das und das Gebiet kaufen. Also es sind einfach mal direkt zwei Gebiete. Ah, es geht auch nur noch hier. Was, Eisenvorkommen bearbeitet? Da hinziehen. Hier ist auch richtig unattraktiv, ne? Ah, schwierig. So, was möchtest du? Es gibt jede Menge Fische im Lager und die Dorfältesten sind der Meinung, dass euer Dorf einen Fischjahrmarkt ausrichten soll. Wenn ihr dafür sorgt, dass sich alle amüsieren, besteht eine gute Chance, dass sich der Handelswert dieser Ware erhöht. Sehr gerne. Weiß Fische den Marktplatz zu, das müssen wir sowieso auch nochmal machen. Marktplatz gebaut. Was bauen wir noch? Ich glaube sonst nichts gerade, ne? So, Zufriedenheit. Gottesdienst ist immer noch das größte Problem. Ich könnte eine zweite Kirche bauen, nämlich hier hinten. Ganz ehrlich, ich glaube, das mache ich auch. Dann erhöht sich hier nämlich auch nochmal die Attraktivität. Das noch ran? Nee, ne? Hölzerner Anbau. Raumgröße geht nochmal hoch. Scheiße, da war's doch. Nein, was mache ich denn? Schwierig, ne? Auch nochmal einen hölzernen Anbau ransetzen. So, Kreuzchen hier auf dem Dorm. Und das war's. Gut, dann würde ich sagen, bauen wir uns die zweite Kirche. Dekorationen. Sträuchlein. So, und jetzt müsste hoffentlich... Ja, das geht gar nicht. Müssten hier hoffentlich neue Wohnhäuser entstehen. Was passiert denn, wenn ich Wohnhäuser abreiße? Also beispielsweise... Oh, keine Ahnung. Dieses Wohnhaus hier. Was passiert, wenn ich das abreiße? Da sind 6 Leute drin. Wohngebiet. Setzen wir hier mal weg. Seid ihr sicher? Ja. So. Jetzt müsstet ihr euch ja neue Wohnhäuser bauen. Oder halt zu Menschen ziehen, die schon Häuser haben.
Schon wieder eine Anfrage. Dem Bischof gefällt, dass sich eine neue Siedlung dem klösterlichen Glauben zuwendet. Er will euch, seinem neuen Vasallen, helfen, daher stellt er euch einen Verwalter zur Seite, der euch unterstützen soll. Was plant ihr als nächstes? Ich will ein prächtiges Kloster bauen. Ich will Einfluss innerhalb des Klerus. Ich will Reichtum aus dem Handel. Sendet euch Gold. Lohnung. Wird die Gelegenheit für den momentan... Für den Moment. Wow, nicht wahrnehmen. Keine Ahnung. Was will ich denn? Geld will ich nicht. Ressourcen brauche ich eigentlich auch nicht. Immer die Ressourcen. Brauchen wir zwar nicht, aber egal. So. Sind die Menschen jetzt irgendwo eingezogen? Obviously, ne? Erfreute Besucher. Sehr gut. Das mit dem Fisch hat auch geklappt. Nee, sind wir doch dabei. Alles klar. 268. Naja, Schritt für Schritt geht's voran. Das ist schön. Hier stand auch mal ein Haus, oder wie? Anscheinend auch weg. Und abgerissen. Warum ist denn hier eigentlich so eine große Freifläche? Ist hier alles um diese Dorfkirche rankt und wankt. Wahnsinn. So, das Häuschen wird ausgebaut. Kein Zugang zu Nahrung. Das kann nicht sein. Ach so, doch, das kann sein. Wenn hier nämlich keine Fische... Sind aber Fische da. So, jetzt. Ja, zack. Hoch mit euch. So, keine Arbeit dazu gewiesen. Der hier. Ja, ich weiß. Ich weiß nicht, was ich hier einlagern soll. Der Kräuter kann ich hier nicht einlagern. Schwerter. Ich weiß gar nicht, wo ich die herkriege. Ja, ja, kein Zugang zu Gottesdienst. Eine günstige Handelsroute. Die Äbtissin eines nahen Klosters hat von eurer erträglichen Handelsroute nach Northbury gehört. Sie meint, dass sowohl ihr Kloster als auch das eure vom Handel miteinander profitieren können und so fragt sie, ob ihr irgendetwas braucht. Lohnung 25 bla, Handelsbonus für den Import von Werkzeugen, brauche ich nicht. Ja, komm, dann gib mir Wein. Ich habe keine Ahnung, wie ich Wein loswerde, aber naja. Fehlt ein Werkzeug. Oh, dieses Werkzeug ist echt ein richtiges Problem. Weil ich kein Eisenerz bekomme. Warte mal, wo ist denn hier der Typ? Mandate. So, such mir bitte ein neues Vorkommen. Ich hätte vielleicht mal gucken sollen, wo der jetzt sucht. Ja. Könnte hier passen. Mal schauen. Mal schauen. Ein Eisenerz reicht immer noch nicht. Ah, wieso kann ich denn hier nicht mehr Menschen einstellen? Bergarbeiter. Brüswina und Wortwin. Kann ich euch upgraden? Ach, der Typ ist ja nicht da. So, 45, 2020. Ja, ja. Nahrung, okay. Komfort. Gottesdienstmangel, ja, ja. Das kriegen wir hin. Hoffentlich. Ja, es mangelt an Werkzeugen. Warte mal, wir kaufen uns mal... Erfreute Besucher, sehr gut. Wir kaufen uns jetzt mal Werkzeuge. Ist mir jetzt ein bisschen so blöd gerade. So, Handelsroute, Ressource. Werkzeuge. Oh. 25. Käse. Dürfen wir eigentlich auch nicht verbrauchen, weil ich es nicht anbiete. Aber man weiß ja nie bei diesem Spiel. So, die Mühle produziert ordentlich. So, fröhlicher Markt auch abgeschlossen. Sehr gut. Rohstoffe fehlen. Ja, natürlich.
Ich weiß, dass das Eisenerz fehlt. 100 Kohle. Ah, der Köhler ist auch randvoll. Sehr geil. Marktplatz gebaut. Nee, euch brauchen wir gerade nicht. Werden denn Kräuter abgeholt? Wir müssten ja theoretisch Kräuter im Kloster haben. Genau, 56. Jetzt müsste ja eigentlich der Marktplatz losrennen und sich die Kräuter aus dem Kloster holen. Macht er aber nicht. Ja, Ressourcen fehlen. Ich muss dieses Eisenvorkommen hier viel mehr ausbeuten. Ah, das ist so kacke, dass das genau auf der Ecke liegt. So, Eisenmine. Unbedingt bauen, Prio drauf. Jetzt habe ich hier hinten so richtig viel. Eine Hopfenfarm, auch schön. 1, 2, 3. Warte mal, dann können wir doch nochmal 2 einstellen. Und als Arbeitsfläche. Gibt es das? Beziehungsweise. Das hier. Die Wege werden von euch nicht. Warte mal, müssen wir mal gucken. Aber normalerweise dürften die Wege nicht bemalen. Also nicht bemalen. Falsch ausgedrückt. Bepflanzen. So, jetzt müssen wir halt nur. Ich muss hier unbedingt eine Stichstraße reinsetzen. Warte mal, wir müssen mal ganz kurz den Förster hier wegmachen. Wir brauchen eine Stichstraße. Oha. Kannst du noch deutlich mehr anbauen, oder? Ja, auf dem Stein wird da nichts machen können. Hallo? Alter, was? Mein Gott. Ist es nicht ein bisschen übertrieben? Alter Schwede. Okay, das ist aber extrem viel Hopfen. Wir müssen den Hopfen übrigens auch irgendwo lagern. Oh, sehr gut. Die Brauerei wird gebaut. Oh, ich weiß nicht, für was ich die Brauerei baue, aber ich baue sie. So, dann machen wir hier oben bitte Hopfen rein. Wie kann ich keinen Hopfen einlagern? Ach so, weil Hopfen schon wieder Nahrung ist, wa? Und dementsprechend ist es auch Biernahrung. Ah, das ist ja bitter. Kann ich hier noch einen Speicher bauen? Yes, I can. Sehr gut. So, ist das zweite Ding gebaut? Nee. Macht hinne. Bitte macht hinne. So, wir müssen jetzt erstmal wieder das hier auf 0 setzen. Werkzeuge. Zero. Neuankömmlinge brauchen wir nicht. Unsere Soldaten müssen hoffentlich wieder fit sein. Ja.
Voll ausgebildet. Grundausbildung. Okay, Ursilda ist krass. Sehr weit. Weit. Ist alles weit. Tage übrig. 3 Kaufleute eskortieren. Hoch. Warte mal, was hat er gefunden? Ein Steinvorkommen. Aha. Gut, dann erkundest du das noch. Wahrscheinlich wird jetzt Marmor drin sein. Ich bin sogar sehr optimistisch, dass da Marmor drin ist. So, ein Bauer. Wow. Erstmal heißt Brauer. Der bräuchte viel, viel Weizen. Wir haben immer noch keinen Weizen über. Hat jemand Bock auf Hopfen? Möchte kaufen. Vino. Bretter. Nö. Keiner Bock auf Weizen. Auf Hopfen. Also ich meine, klar, wir können uns jetzt hier den Hopfen einfach vollhauen. Also das Lager mit Hopfen, so rum. Wir können auch hier schon mal Hopfen einstellen. Warte mal, hier müssen wir dann noch einen Träger reinsetzen. Aber ansonsten... Wir brauchen halt wirklich zwangsläufig sehr, sehr viel mehr Weizen. This is the big problem. Dass wir wirklich Weizen brauchen ohne Ende. Wo ist dieses Ding jetzt hier gebaut? Ja. Ich hoffe, dass jetzt die Erzförderung schneller vorangeht. Und bitte baut hier hinten neue Häuser. Damit die Wege hier nicht mehr so weit sind für einige. Ich könnte hier oben auch nochmal was setzen. Macht das Sinn? Nee, komm, das macht keinen Sinn. Dann müsste ich hier auch alle neu versorgen mit dem Markt. Habe ich auch keinen Bock drauf. Ach Gott, so viele Probleme. Probleme über Probleme. Aber immerhin, also die Nahrung ist sehr gut. Und unsere Soldaten sind mittlerweile sehr gut. Warte mal, die schicken wir jetzt nochmal zum Abschluss los, damit ich das nicht vergesse. So, sehr einfach, weit. Ja, egal. Maximal, und du bist eh voll ausgebildet, dann kannst du auch zu Hause bleiben. So, dann schicken wir die 4 nochmal los. Dann... weiß ich nächste Woche, also in der nächsten Folge, dass die wieder zurückkommen. Gut, und wir sehen uns dann auch nächsten Samstag wieder zur nächsten Folge Foundation. Das war's für dieses Wochenende. Oh, zum Abschluss wird die Dorfkirche nochmal gebaut. Super! Das passt doch. So, dann sollten sich hoffentlich, jetzt hier auch irgendwelche Menschen ansiedeln. Naja, Attraktivität ist noch nicht so hoch. Ein Brunnen würde das Ganze auch nochmal fördern. Warte, den setze ich jetzt auch nochmal ganz schnell zum Abschluss. So, Brunnen gebaut. Dann haben wir hier noch mehr Attraktivität. Und vielleicht zieht ja jemand hier hin. Ich würde mich sehr freuen. Gut, dann kommt gut in die Woche rein. Genießt den Sonntag, Nachmittag, Abend. Und wir sehen uns alle wieder. Bis dahin, meine Lieben. Haut rein.